Die Schweinerei braucht Getreide und Bier? Was zur Hölle? Mama, ihr gebt euren Schweinen Bier? Das ist eigentlich voll die gute Idee. Vielleicht schmeckt es dann ganz anders. Bierschweine. Jetzt weiß ich, wo der Begriff Bierschinken herkommt. Okay, das hier wird nix. Wir könnten hier nochmal fischern, ne? Und der Geologe beginnt nicht, weil er nicht kommt. Und bringt ihr jetzt Waren hier oben ins Lager? Nö. Ein siedlerisches Siedler, genau. Siedler 7, Siedler 5, Siedler 6 ist zum Beispiel alles kein richtiges siedlerisches Siedler. Das hier, was wir hier gerade spielen, das ist eigentlich auch Siedler. Doch, bisschen verrückt. Aber das trifft's wenigstens. Ich kann ja das Spiel dann auf der nächsten Gamescom wieder zu dir zurückgeben, dann kannst du es jemand anderen schenken. Vorausgesetzt, ich bin da. Eigentlich eher unwahrscheinlich. Sei denn, Ubisoft lädt mich wieder ein, wer weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann andere Siedler-Starspieler geben wird für die nächste Gamescom. Und die werden dann auch wirklich was zum Zocken haben. Ich habe mir übrigens für 100 Euro die Collectors Edition vorbestellt, die auf 5000 Stück limitiert ist. Mit inklusive Pflanzensamen aus dem Garten der Siedler, was zur Hölle auch immer das ist. Aber eigentlich das ist schon wieder so bescheuert, das sollte ich eigentlich auch ein Video zu machen, wie ich die einpflanze und guck, was da dabei passiert. Gut, ich weiß, was da passiert, die werden kläglich bei mir sterben, aber... Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Oder auch nicht. So. Warum baut ihr hier nicht mehr? Doch, ihr baut. Es ist nicht das Material das Problem. Es ist eher immer so der fette Bauarbeiter. Und so viele Baustellen haben wir doch gar nicht. Aber hier steht auch keiner. Bauarbeiter. Okay, im Lager können offensichtlich keine Menschen sein, weil steht nur Waren. Wo sind denn noch Oberkörbe? Die sind bestimmt alle erfroren, meine Bauarbeiter. Alter, meine Bergwerker sind auch solche... Das erinnert mich jetzt irgendwie an Tschernobyl, an die Serie. Naja, egal. Im Uplay steht 31.12.20. Ja, das kannst du aber vergessen. Das ist einfach nur ein Platzhalter. Da muss halt irgendwas stehen. In Uplay steht auch, erscheint demnächst. Ja, das ist genauso dämlich. Ist wenigstens die Jagdhütte besetzt. Nein. Habe ich ein Problem? Ich stopp nochmal.
die Waffenschmiede, die aber auch bei 0% ist. Und hier liegt es einfach an Kohle. Und Kohle hätte gerne alles. Und kriegt das Essen nicht, weil... Hier das Auslagern mal weg. Und das auch wieder weg. Das hat ja gar nichts gebracht, ne? Vielleicht habe ich damit auch alles angehalten. Vorbestellen kannst du, ja. Es gibt drei Versionen, die du vorbestellen kannst. Die Standardversion, die Goldversion und die limitierte History Collection, hätte ich jetzt fast gesagt. Collectors Edition, und es gibt noch eine vierte Variante, die gibt es aber nur für den Einzelhandel. Die macht aber auch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist so eine, keine Ahnung, so ein Zwischending halt. Ich glaube, die Entdecker-Edition oder irgendwie so, wie die heißt. Genau. Community-Treffen und Grillparty bei mir im Garten. Ganz genau. Nicht. Brauchst du irgendwas? Hä? Das ist gerade sehr schlecht. Was suchst du denn? Was suchst du denn? Das ist meins. Das ist hier nicht. Ja, in deinem Ordner. Dann ist es in dem Stapel hier. Da und da. Kohle, 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 Kohle. Was? Kohle? Ah, es wird dann doch irgendwie noch was fertig. Und ich glaube, ich bin Erster. So, was macht Bambi? Ich habe doch hier... Nee, ich habe hier keinen Jäger stehen. Außerdem ist er nicht besetzt. Könnte ich eigentlich 95%? Wo sehe ich denn die Spielgeschwindigkeit? Ach so, ich spiele schon auf Vollgas, okay. Fessing Kölsch, boah. Es war eine interessante Erfahrung. Also ich bin da an der Bar gehockt, ja, in dieser Hotelbar, und habe gesagt, zwei Bier bitte. Und dann fragt sie mich, möchten Sie das kleine Kölsch oder das große Kölsch? Und dann habe ich blöd gefragt, wie groß ist denn das große Kölsch? Und dann sagt sie 0,2. Dann habe ich gesagt, machen Sie lieber 5 draus. Das kleine wäre 0,1 gewesen. Oh, der Geologe ist besetzt, der auch. Was haben wir denn hier? Salz. Bringt uns aber nichts, weil wir eh kaum Fisch haben. Es war also definitiv sinnig, hier noch eine zweite hinzubauen, und sehe ich... Oh, halt mal, kann ich hier schon Opferung starten? Fisch! Oh, was ist jetzt passiert? Glückwunsch! Du hast den Olympus-Tempel vor deinen Mitstreitern erreicht. Sorge nun dafür, dass alle benötigten Opfergaben verfügbar sind, um den Tempel an dein Straßennetz und der Tempel an dein Straßennetz angeschlossen ist. Aha. So. Einmal erledigt. Und... Und...
Opfergabe noch nicht eingetroffen. Goldmünzen und Hellebarden. Wow. Ich habe weder Goldmünzen noch Hellebarden, oder? Habe ich was verpasst? Gold. Toll. Und ihr produziert Hellebarden? Okay, dann kann ich dich eigentlich gerade auch wieder ans Produktion nehmen. Dich lassen wir mal aus. Okay, muss ich das Ding hier vielleicht noch irgendwie verteidigen? Da bauen wir lieber mal hier noch irgendwie... Geht nicht? Aha, das kann man vielleicht in der... Nö, kann ich allgemein nicht mehr bauen? Oder nur an der Stelle nicht? Katapult? Kaserne kann ich auch noch nicht bauen, aber was ich bauen kann, ist eine Münzprägerei. Ich glaube, das sollten wir irgendwo tun. Vielleicht mal hier. Fehlt uns eigentlich auch noch Kohle? Bestimmt. Okay, aber wo? Gold und so? Salz haben wir, merken wir uns einfach und dann können wir dich doch hier auch abreißen. Und Centenario 30, danke für dein Follow auf Twitch. Bist cool und so. Übrigens, wir haben ja jetzt auf Twitch auch über 100 Leute erreicht. Ich, ja, danke nochmal übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben. Da machen wir ja bald YouTube-Konkurrenz, ha? Fehlen ja nur noch 1000. Habt ihr jetzt ein bisschen Nahrung? Okay. Hab ich... Nee, Kohle produziere ich auch komplett weg. Und du... produzierst aber offensichtlich Münzen, ne? Die du irgendwo hin tust. Geht die vielleicht schon dahin? Wahrscheinlich. Okay, aber... Gold haben wir trotzdem noch keins. Wir könnten auch noch hier oben gucken. Geologe... Nee, gefällt mir nicht mit den Geologen. 100 Twitcher, noch ein Grund mehr für eine Grillparty. Alter. Hier haben wir Salz. Okay, dann können wir den eigentlich auch wieder abreißen. Danke für nichts. Ich muss doch irgendwo Gold herkriegen. Oder können wir hier... Kostet, habe ich nicht. Fiktive, deine Waren werden so eine bestimmte Zeit lang schneller hergestellt. Ja. Bringt mir alles nichts, ne? Bier. Das hier vielleicht noch. Komm,
Drücken wir mal drauf. Es könnte hier noch irgendwo Gold sein. Aber da komme ich schlecht ran. Hm. Hier hinten war ja auch nichts. Und das ist Gold. Also. Macht was draus. Und macht vielleicht auch noch einen Fischer hier hin. Okay. Was findest du hier? Eisen. Cool. Okay. Weiter geht's. Ach, hier wäre auch noch ein Berg. Okay. Okay, dann würden wir das Gold produzieren. 10 von 10. Okay, die Hellebarden haben wir offensichtlich gelöst. Und warum kann ich keine Militärgebäude mehr bauen? Dann machen wir halt einen Spähturm oder irgendwas. Weil Spähtürme in Siedlerspielen cool sind. Ich stehe auf Spähtürme. Und Sonnenschein, es gibt sich wahrscheinlich gerade ein Facepalm. Wisst ihr was? Ihr macht Folgendes. Ihr chartert einen Bus, fahrt zu mir, ladet mich ein und dann fahren wir zu Gamescom. Das wäre cool. Hier gibt es keine Steine mehr. Tschüss. So, Gold, 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 Gold. Kommt schon. Sag jetzt bitte nicht. Doch. Hier. Was ist das hier? Grafikfehler. Yippee! Pretzel, du hast doch sogar schon Essen. Faule Sau, geh arbeiten. Du? Oder heißt das, die Pretzeln kommen? Das heißt, sie... Aha. Jetzt ist eine Pretzel da. Also, keine Ausreden mehr. Hallo. Bist du irgendwie... Will der werte Herr vielleicht zwei Brezeln haben? Das geht ganz schön lang für die erste Mission. Fällt mir gerade so auf. Jetzt hat er was getan. Klunker her, auf geht's. Das sind doch keine Klunker. Und bring die bitte direkt hier rüber. Klappt das? Direkt hier rein? Jawohl, okay. Nächste Münze. Und du produzierst auch schön. Du brauchst außerdem... Hä, du brauchst gar keine Kohle? Du brauchst Baumstämme? Warum? Kohle und Baumstämme geben? Das verstehe ich nicht. Ja gut, wir haben ja eh schon festgestellt, dass die alle komplett besoffen waren, wo die das Spiel gemacht haben. Wie war das? Wie war der Cheat? Irgendwas mit Hell. Get the hell out of here oder irgendwie so.
400-fache Geschwindigkeit. Das könnte ich jetzt gerade brauchen. Was geht denn hier? Und später... Oh. Oh. Das bringt ja richtig. Kommt jetzt. 3. Da kommt Nummer 4. Und 5 kommt. Irgendwie nicht. Wie wär's denn mit noch einem Angler? Da geht nicht. Wir könnten noch eine Goldmine bauen. Vielleicht bringt's was. Keine Ahnung. Und vielleicht noch ein Bauernhof? Hat man eine Schweine-Ray haben wir auch noch nicht gebaut. Können wir mal hier hinsetzen. Eine Festung kann ich noch bauen. So, nur nicht hier oben, oder wie? Okay. 5 Goldmünzen sind da. Iha. Es geht doch eigentlich ganz flott hier. Und kannst du doch da rein? Okay. Ich habe nur keine Anzeige für euch. Okay. Werkzeug ist auch da und eine Brezel liegt vor der Tür. Oh. Eine Brezel. Yippee. Yippee. Na, Leute? Immer noch nur 5. Wo bleibt Nummer 6? Da vielleicht? Da kommt Nummer 6. Okay. Und sonst, produktionstechnisch, fehlt immer noch Gold. Yippie. Gebäude fertiggestellt, bauen noch. Schweinerei. Warte mal, Bier? Hä? Yippie. Was? Nein. Moment mal, also... Die Schweinerei braucht Getreide und Bier? Was zur Hölle? Mama, ihr gebt euren Schweinen Bier? Das ist eigentlich voll die gute Idee. Vielleicht schmeckt es dann ganz anders. Bierschweine. Jetzt weiß ich, wo der Begriff Bierschinken herkommt. Jetzt wird alles klar. Wow. Wahnsinn, Bierschinken. Oh mein Gott, wie dämlich. Sieben von 10. Jetzt was bringen, noch einen Münzträger zu bauen? Eigentlich nicht, ne? Weil der tut ja direkt alle wegproduzieren. Ist jetzt nicht wirklich ausgelastet? Bierschweine. Na, lasst es euch gut gehen, das gute Bier. Schon ein bisschen neidisch.
Und ihr hier drüben, ne? Euch hat's auch geschmeckt. Bierschweine. Also das kann auch nur den Bajuaren einfallen. Oh Mann. Und du hier so angelst in der Wiese ein bisschen. Hm, hat funktioniert. Bierschweine. Ich komme immer noch nicht klar drauf. Bierschweine. Bierschinken. So, ich glaube, wir haben jetzt doch endlich mal gewonnen, oder? Und kriegen jetzt bestimmt noch irgendeine dämliche Zwischensequenz. Wo wahrscheinlich Bier drin vorkommt. Na los! Tod und Verderben, die Opferung ist vorbereitet. Wüterich, zu den Waffen! Du musst verhindern, dass die Flamme entzündet wird. Mit Verlaub, werte Sachmet. Das ist nicht möglich. Sämtliche Waffen liegen in der Opferschale. Schande über die Unterwelt. Da verlässt man sich einmal auf einen Menschen und schon ist man selbst verlassen. Auf einen Bajuwaren. Was erwartest du? Sie haben es geschafft. Ich habe doch gesagt, dass die Ägypter und die Schotten gegen Garibald keine Chance haben. Wie? Die Bajuwaren haben die Aufgabe nicht allein gelöst? Ah, warum können die Menschen nicht einmal das machen, was man von ihnen verlangt? Ständig mogeln sie sich durch die göttlichen Prüfungen. Denkt nur an die Sintflut. Da will man die nichtswürdigen Menschen ersäufen und was tun sie? Bauen einfach eine Arche, nehmen sämtliche Tiere an Bord und umschiffen so die Probe. Du kannst es ihnen diesmal nicht durchgehen lassen, Olympus. Stimmt, diesmal drücke ich kein Auge zu. Die Menschen müssen einer richtigen Prüfung unterzogen werden. Und damit die Schufterei nicht an mir allein hängen bleibt, gründe ich das Olympische Komitee. Ich bin der Chef und die Engel machen die Arbeit. Kostas und Theophanos, durch welche Aufgaben sollen die Menschen beweisen, dass sie die Olympischen Spiele tatsächlich verdient haben? Wer am meisten Bier saufen kann. Sie sollen angemessen für Essen und Trinken sorgen. Und Unterkünfte für Athleten und Gäste bereitstellen. Genau, für Essen und Trinken. Und als dritte Aufgabe sollen sie eine eigene Sportart erfinden, die unser Komitee von der Qualität ihrer Anführer überzeugt. Das stellt ihr euch unter einer Prüfung vor? Dass ich nicht lache. Ach, und dein Vorschlag wäre? Tja, das sage ich erst, wenn ihr mich auch ins Olympische Komitee aufnehmt. Bei den Menschen nennt man das Erpressung. Aber gut, du bist dabei. Und jetzt raus mit der Sprache. Alle drei Völker sollen an der Prüfung teilnehmen. Und wenn einer scheitert, scheitern alle. Das ist hinterhältig und gemein. Das ist genial. So soll es sein. Alle drei Völker stellen sich der Prüfung. Und wenn nur einer versagt, dann hat die ganze Menschheit das Nachsehen. Und dass einer versagt, ist gewiss. Dafür werde ich persönlich sorgen. Gewonnen! Du hast alle Hauptziele erfolgreich beendet und damit die Mission geschafft. Wenn du möchtest, kannst du die Karte noch weiterspielen. Nein. Dein Spielerlebnis kannst du aber bla 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 beenden. Was? Technologiebau? Yeah, und jetzt? Ist das eigentlich hier hinten? Guck mal, hier auf dieser Tafel. Ist das eigentlich eine Windows-Fehlermeldung? Soll das... Gehört das so? Okay, habe ich das jetzt geschafft? Kann ich jetzt die zweite auswählen? Ein Gurben! Wow. Das Wasser des Lebens, Bier. Schön. Also, liebe Zocker-Launcher, das war doch mal was anderes. Ich habe es ein bisschen gefeiert. In diesem Sinne, ich würde mich freuen. Wir machen hier weiter, definitiv. Ich habe Spaß. Ich glaube, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Jetzt dann voraussichtlich immer donnerstags abends. Die Siedler, Aufbruch der Kulturen. Mal gucken. Versprechen möchte ich nichts. Aber das ist mal so jetzt der grobe Plan. Und niemand hatte Spaß hier. Okay. Ich wünsche euch
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Woche und so weiter. Ach so, und nicht vergessen, morgen großes Community-Event. Mal gucken, wie groß es wirklich wird. Aber wir spielen Siedler 4, mal ohne Kevin. Von daher kann es ja nur episch werden. 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Ja, das ist der Plan für morgen Abend. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen Abend zum nächsten Livestream. Habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Und nicht vergessen, Montag 14 Uhr Siedler News. So, haut rein. Ciao.